Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen wieder eine Runde Heinz-Zeit-1 Battle Royale zusammen mit Ich Natz Dich, Bayerweit, I4 und Joske. Hallo! Hallo! Joske kann übrigens nicht reden, Mittler oder Vorwart. Irgendein random Typ ist. Ja, ich flieg da schon hin. Oh, da kommt rechts auch einer runter. Ja. Ich bin wieder an der Straße, zum großen Vorort rüber geht. Vielleicht hat sich gleich mal das Ding geschnappt, das Quad. Das Quad, ja. Ach, du bist hier drin. Dann gehe ich direkt ins nächste. Da drüben ist noch so ein Quad. Bayer, hol dir das schon mal. Irgendwer ist hier noch gelandet gerade. Ja, ich bin hier auch im Vorort. Wo ist noch ein Quad? Das ist, glaube ich, der gelandet ist. Gegenüber. Oh, wie hier im Haus nichts drin ist, ey. Ja, sicher dir erstmal das Quad. Dann loot hier einfach weiter. Ganz spannend. Dann können wir immer noch Richtung Villa fahren zu viert. Lassen wir den Joske einfach hier. Eiskalt, wie wir sind. Den Joske können wir eh mitnehmen. Ist hier einer im Doppelstock von euch drinne? Er holt uns den Sieg. Der Doppelstöcke. Im ersten? Ja, aber wir haben nur zwei, wir haben nur zwei Dings. Achso, ja, stimmt. Wir haben nur vier Fahrer quasi. Weil wir zwei Quads haben. Das ist richtig, ja. Ich hab eine Pumpgun. Wo bist du? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Im Haus hier, wo das Ding davor stand. Das Quad. Hier. Nee, wer ist denn das? Joske ist das. War noch ein Rucksack? Ich komme mal zu dir, Fresh. Nee, Penner. Bleib mal weg hier. Hey, die Tür zu hier. Ein Arschkrampe. Ah, er gefunden, nice. Hast du irgendwo einen Rucksack gefunden? Nee, gell? Im Doppelstöckler ist eins auf jeden Fall. Ich hab eine AK gefunden. Geil. Da war ich gerade drinnen im rechten. Ich komme mal dir hinterher. Da ist, glaube ich, gerade Joske drin oder so. Kann sein. Wo seid ihr denn jetzt? Ne, da war ja noch nicht. Im Doppelstöckler. In welchen? Was ist ein Helm? An der Ecke. Rucksack. Also Rucksäcke gibt's hier genug, definitiv. Das bist du da oben, gell? Ja. Seid ihr in dem weißen Doppelstöckler? Nee, im braun. Hier an der Seite. Da hat hier die Tür zugemacht, du? Ich war das. Oh, ich Flash, jetzt, Alter! Ich lauf jetzt zum Weißen. Ah, ich seh dich, Alf, hier. Jeder ein Quad, Bayern, nimm du auch das andere Quad. Oder nehme ich das andere. Ich setz mich hinten drauf. Dann müssen wir nämlich Alex abholen. Was? Warte, Moment. Ja, bei mir kannst du eh nicht einsteigen. Ich fahr schon mal Richtung Villa. Mit Alex zusammen. Wo bist du, Alf, hier? Im weißen Doppelstück. Die Straße hoch im weißen Doppelstück. Ah, hinten rechts, oder was? Einfach nördlich, also wenn du rechts die Straße und dann nördlich. Ja, da ist er normal drin, oder? Oder links die Straße und dann nördlich, besser gesagt. Bin schon da. Na, wenigstens kannst du beim Quad nach hinten raus schießen, ey. Ja. Oh, Fresh, lass die Steine. Das sind keine Steine hier. Hört es sich eben gerade so an, ich kann ja nach vorne nicht gucken. Das ist das Problem, dass hier alles so ein bisschen hügelig ist. Und das Quad mega schwer zu steuern ist. Also Bayer wird da definitiv auch seinen Spaß haben mit dem Quad. Im offenen Gelände. Ja. Ich hab grad meinen Spaß. Oh ja, bergab. Juhu. Nice. Oh, das ist so geil, wenn man in der First Person hinten ist. So geil ist das, glaube ich, gar nicht. Da wird einem gleich schwindelig hier. Ja, so ein bisschen übel. Einfach Augen zu, so lange. Genau, ich sag Augen, dir, Augen, das Augen durch und zu. Oder irgendwie so, gell? Ach, der kann nicht schneller, oder? Der hat, glaube ich, nur eine Geschwindigkeit. Nein, Ding. Du kannst auch Turbo einlegen. Echt? Ja. Ja, mit Shift. Wir müssen hier irgendwie erstmal über den Berg. Da geht's hoch. Oh. Wir hätten uns fast überschlagen. Ich hab's gesehen. Stein. Ich kann ja nicht sagen, ich hab's kommen sehen, weil ich ja nach hinten rausgucke. Kann ich den Kopf eigentlich mit alt drehen? Jetzt haben wir uns überschlagen, aber wir drehen uns gleich wieder. Ganz entspannt. Das Ding brennt. Ja, ich seh's. Meiner brennt auch, der lässt Feuer beim Turbo, richtig cool. Ich konnte. 100%. Bayer fährt sicher. Ja, noch, der muss noch über den Berg. Wir müssen dann nachher runter. Wir müssen dann gleich runter, ja.
Aber haben wir genug Zeit? Naja, Alter, wir haben nur noch 31%. Ja, shit. Fahr vorsichtiger. Weil wenn uns das Ding jetzt... Immer noch 100%, ja. Ja. So cool. Ja. Ja, der Fliegen ist schöner. Hier ist der Weg, hier ist der Weg, hier ist der Weg. Wir müssen uns gleich ein Auto besorgen, ganz wichtig. Ja, da stehen ja direkt welche. Immer noch 100%, gell? Mhm. Wäre ich bloß bei Bayer mitgefahren. Ja, das also, ist später Eifir, du hast ja dein Video garantiert, wie da drin stehen, ihr Video ist verwackelt. Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich bei jedem Video drin stehen. Ja, jetzt haben wir die Straße gefunden. Du kannst gleich hier unten direkt die Autos mitnehmen an der Halle, Alex. Ja, fahr mal eben kurz an der Halle vorbei. Nein! Juhu, 1% aber verloren. Wir fahren wieder. Salto! Das ist geil. Was für ein Auto hättest du denn gerne? Ja, den Pickup, der da steht. Der brennt aber auch schon bei mir. Bei mir nicht. Bei mir schon. Echt? Ja. Guck mal rein, ob da was fehlt oder so. Da, der wurde schon bewegt. Hier sind welche. Hier oben steht auf jeden Fall ein Jeep. Ich bin vorbereitet. Wo seid ihr? Ich bin in der Villa. Hier oben waren schon dann welche. Dann geh ich von hinten, dann gehe ich von hinten. Der Jeep. Ich bin unten im Keller, die Shotgun liegt noch da, also. Ja, die hier müssen irgendwo welche sein, weil der Pickup hat auch nur 75% Fuel nur noch drin. Ja, das kann aber sein, dass der vom Spawnen her schon nur 75 hat. Und brennt. Das wird, glaube ich, auch so sein, weil hier oben ist alles noch. Ja, hier gut. Oben ist alles okay. Okay. Ja, was denn du, Alfie? Ich bin jetzt, komm jetzt von hinten rein. Ich gehe auch hoch. Ja, dann komme ich mit dem Pickup hochgefahren. Komm zu Fuß hoch. Okay. Hinter lädt hier gerade nach. Ladet ihr gerade nach? Ich war gerade da. Ich bin da. Ja, wir sind alle drin. Was steht denn ein Jeep mitten drin? Im Ding? Keine AK mehr hier. Nur ARs. Hier sind die Türen offen. Ah, hier ist eine AR. Oben sind auch noch 2, 3. Die AR gehört mir. Könnt ihr euch noch nehmen? Ja, Munition für die AR habt ihr ja bestimmt keine mehr dagelassen, oder? Da ist noch, hier. Oben, hier, genau. Ah. Hier liegt nichts mehr. Wir sollten dann aber auch gleich den Jeep hinten nehmen, der steht. Mhm. Hast du aus dem Pickup, war da noch was drin oder war da gar nichts drin? Ich hab da nichts rausgeholt, ich hab mich da nur kurz reingesetzt. Ich fahr den Jeep schon mal nach vorne. Ja. Wo ist denn dein Pickup geparkt, Alex? Der steht unten noch an der Halle. Ich bin drin. Warte, ich komme. Habt ihr aus eurem Dings was rausgenommen, aus eurem Cord? Nur die Sparkplugs. Sprit habe ich jetzt vergessen. Wo ist denn der Sprit? Unten drin. Steht vor der Halle steht das Ding. Okay, dann fahren wir da noch kurz vorbei. Weil wir müssen ja den Sprit nicht verschenken. Können wir auch noch kurz in den Pickup gucken, ob da der Sprit noch drin ist oder nicht. Aber unser Anhängsel lebt noch. Ja. Ja, der schlägt sich alleine durch. Vielleicht holt ihr den Sieg für uns. Nimm mal einer den Pickup, einer den... Ich gehe, Squad. Hallo, der andere zum Pickup. Irgendwer. Ivy oder Alex. Jetzt gehen wir. Gut, hab ich. Brit, wenn da noch welcher drin ist, zu mitbringen. Danke. Bei mir brennt der echt nicht, ne? Kann ich den Sprit von hier aus im Kofferraum legen? Nee, leider nicht. Wo müssen wir hin? Ach Gott, ganz in Süden. Ja. Aber genug Zeit. Oh, fresh. Vielleicht mal den größten Stein. Ja, man muss direkt sich große Ziele setzen, hab ich gedacht. Oh, Joske schreit irgendwas. Ja, ich höre den gar nicht. Ich auch nicht. Ich hab ihn auch gehört. Ja. Ich hab das ausgestellt. Ich hab es bei mir leiser gestellt. Ich weiß es nicht. Ich hab ihm nicht zugehört. Okay. Fragen wir anders, auf welcher Sprache war das? Ja. Joske, ich würde sagen Französisch, ja? Oder Dänisch. Das weiß man nicht. Kann auch Transsilvanien sein. Weißt du? Wer hat da schon wieder 2 Schrotflinten auf dem Rücken? Ich nicht, ich hab 2 ARs. Ich glaube, ich bin's. Wie unnötig. Stattdessen hättest du mal lieber Molotow mitnehmen sollen. Ich hab keinen Molotow gefunden. Ich hab Molotow.
Ich habe 2 Schrotflinten und eine AR. Und das Gas kommt. Ja, ich weiß. Ah, wir fahren noch genau Zeit, Richtung genug Gas. Zeit. Wir haben noch tonnenweise Zeit. Ins Gas rein, fahre ich euch jetzt. Und dann steige ich schnell vor aus und brenne. Das wäre so ein mieser Move, schnell Sparkplatz rausnehmen und wegrennen. Ja. Aber dann hättet ihr noch welche. Da muss ich noch die Batterie mitnehmen. Die habt ihr nicht dabei. Oder ja, nur du bist das so ein Drecksack und klaust die Batterie auch noch raus. Wo fahren wir hin? Ja, irgendwo Richtung Safe Zone erstmal, ne? Also nächstes Mal musst du einen verarschen, lässt die Sparkplugs drin und nimmst die Batterie raus. Ja. Dann denkt er so, wieso geht's nicht? Wieso geht's nicht? Ja. Das stimmt, weil da schaut keiner danach. Die nimmt auch keiner irgendwo mit. Das ist dieser. Ja, weil die mehr Platz wegnimmt. Hast du immer mal dabei. Da ist ja wurscht, die Batterie rausnehmen, ein paar Meter rennen und einfach wegschmeißen. Naja, im Wald, irgendwo im Busch oder so. Ja, der killt dich dann und glaubt, du hast die Batterie. Ja. Ja. Und dann hast du die gar nicht. Fällt dir da sowieso nicht auf, wenn du die Sparkplug direkt immer das Auto schmeißt. Aber toi, 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 wir werden dieses Mal nicht verfolgt. Mhm. Noch nicht. Noch nicht, ja. Noch nicht. Ja, wir sind ja auch vermeintlich im Kriegsgebiet, im Gasgebiet. Ja, noch jedenfalls. Noch. Wir jetzt B6 hier unten, ja, aber gleich raus. Wir haben ja dieses Mal den positiven Vorteil, wir müssen nicht zu Fuß laufen. Also ja, von daher, es ist machbar. Ja, unser Teammate lebt auch noch. Ja, aber wenn Fresh schon wieder Querfeld einfährt, dann weiß ich ja, du, dann können wir gleich wieder zu Fuß laufen. Alles ganz. Pass auf, jetzt fährt da oben auf dem Berg rauf und da oben stehen wieder welche. Bum, bum, bum. Hatte das Auto schon kurze Schräglage? Mhm. Wir haben schon den Atem angehalten hier. Nö, ganz entspannt. Solange es nicht brennt, ist alles gut. Ah, das können wir regeln. Wir sind was, B7? Ja, wir fahren südöstlich, damit wir dann irgendwann mal. Du bist Richtung Hemingway, oder? Wir sollten gleich mal nachtanken, so zur Info. Können wir doch direkt hier machen. Ich tank einmal und noch einer von euch tankt. Nicht alle auf einmal. Ich kann nicht. Ja, wie soll ich einen tanken? Ich hab wahrscheinlich wieder den Scheiß Pack. Ja, achso. Hättest du machen können, aber hab ich jetzt schon gemacht. Passt ja, schon. Ja, gut. Ja, Hemingways ist doch da, wo diese riesen Dinger sind, oder? Nee, Hemingway ist nur diese Motels sind das. Genau, meine ich ja, diese riesen Motel-Anlage. Wo war einmal diese riesen Base stand. Das ist das. Oh, ja. Steffen ist tot. Ja, der arme Steffen. Solange Stefan nicht tot ist, ist alles gut. Sind wir eh schon da? Hier ist Hemingway, ja. Da sind wir eh in der Safe Zone mit Hemingways. Ja, ich will nur kurz da unten noch gucken und dann da weg. Ja, dann müssen wir hier bloß ein bisschen vorsichtiger sein. Hier könnt schon wieder welche hocken. Ja, nach Hamlet wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Nach Hamlet runter da. Ja, da sind noch immer viele Autos. Ja, D10, das ist gut. Da sind bestimmt auch viele Gegner. Ist nicht gesagt, ist ziemlich weit unten, ne? Ziemlich weit weg vom Schuss, sag ich mal. Ja, da musst du schon da unten irgendwo gespawnt sein. Und ich wüsste nicht, dass ich da unten jemals mal jetzt aber mal querfett einfahren, weil da kommt gleich das Gas genau an der Ecke. Ja. Wir da nicht irgendwelche Probleme kriegen. Stell dir mal vor, da sitzt jetzt irgendwo. Hier hattest du letztens das Auto gecrashed in der Nähe und dann sind wir im Gas gestorben. Ja, sag's mir auch. Ja. wo ich Fresh erschossen habe. Ja, 44 sind noch da. Und unser Teammate lebt immer noch. Ja, er hält sich wacker. Ja, der sitzt bestimmt irgendwo im Haus im Badezimmer oder so. Ja, 10-9, wir sind auf jeden Fall schon safe. Ja, jetzt müssen wir hier bloß aufpassen. Würde ich hier mal rechts gehen. Ich gehe links. Das Auto ist weg da hinten. So viel kann ich dir sagen. Ja, vielleicht stand da auch. Die Türen sind auch offen. Die Türen sind immer offen, wenn man reinkommt. Aber hier liegt noch ein First Aid Kit. Ja, geht alle in ein Haus, in mein Haus. Noch ein First Aid Kit. Ich brauche auch noch ein First Aid Kit. Dann geh ins braune Haus, da sind immer welche. Doppelstock. Ja.
wollte nämlich nur meine Ruhe im blauen Haus haben. Ja, ist immer offen, wie gesagt. Ich hab eine schusssichere Weste. Jetzt halt. Also hier sind keine. Irgendwie. Oben im Bad. Nein. Du zumachst, dahinter. Ja. Muss die Tür nicht mal zumachen, kannst du auch einfach drüber. Nee, da ist keins. Dann vielleicht im anderen Bad. Weil ich wollte meine Ruhe hier haben, damit ich die Akkadie nehmen kann, ganz in Ruhe, deswegen. Soll ich die irgendwie wegstecken? Nee, scheiße. Neue Safe Zone ist übrigens da, wir sind nicht mehr wirklich ganz safe, glaube ich. Die nördlichen Häuser sind safe. Das ganz nördliche. Oh, Flugzeuge? Ah, weit genug weg, das passt. War hinten im Blauen schon einer? Nee, ich gehe gerade hinten ins Weiße. Wo interessanterweise die Tür zu ist. Hier passe ich jetzt ein bisschen auf jeden Fall. Ja gut, AK. Aber hier liegt auch noch alles. Hier liegt noch Schrot hinten, Munition, Bayer. Ja, habe ich schon. Ich habe noch eine Handgranate. Hier liegt auch noch Schrotflintenmunition, Bayer. Wo? Hier hinten auf dem Bett. Denke ich auch mit. Jo. Das können sie behalten. Ah ja, 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 dann ab ins Auto und weiterfahren, oder? Ein Stückchen. Ja. Da hinten läuft einer bei den anderen Häusern. Das ist der Pfeil. Das bin ich. Boah, ey, ich hab jetzt eben gerade erst den Pfeil gesehen. Krasses Ding, ey. Genau, Eifel überfahren, super. Einfach volle Kanne, so bam. Ja, aber müssen wir ja auch hin. Ja, einfach die Straße. Vorne gerade, vorne an der Straße. Gefährlich wird's nur noch im Fluss. Ja, auf der Brücke sind wir safe, oder? Ja, ja. Na, ich will jetzt nicht unbedingt auf der Brücke stehen bleiben. Ja, da links im Wald oder so. Oder wir fahren runter Richtung Peaceport Creek. Ich fahre einfach erstmal zum nächsten Ort hier. Ups. Oh. Flugzeug direkt über uns. Ja. Deswegen habe ich hier die Abkürzung genommen. Da liegt ein Lootsack. Wo? Links. Ah nee, das ist ein Hydrant. Ja, wenn du hinten sitzt und der Erdhaufen so ungünstig ist, dann sah das aus, als ob da oben so ein Lootsäckchen auf dem Erdhaufen drauf liegt. Ja. Also hier wird's dann schon gefährlich, finde ich. Ab hier jetzt. Weil das mit der Tankstelle und dieser kleine Ort da. Ja, da oben links doch das kleine Haus. Warten wir doch erstmal hier ungefähr irgendwo ab, wo das kommt. Das nächste. Aber hier ist unser Auto hier so unauffällig hin. Damit das keiner sieht von der Straße direkt. Ich hätte es umgedreht, dass man nach vorne rausschießen kann. Ja, ich habe das schon im Blick. Kann man eigentlich irgendwie seine Waffe entladen? Ich glaube ja. Das geht irgendwie nicht. Es ging mal. Im Survival geht das auf jeden Fall. Ich hätte jetzt Safe Zone? Okay, wir müssen eh ein Stück weg. Okay. Oh, Depp. Ah, ich habe keinen Führerschein. Rückwärts fahren habe ich nicht. Ja, man merkt's. Einer ist am Gas gestorben, das ist natürlich bitter. Wo müssen wir hin? Für ihn. Oh. Nach Norden. Führen durchs Villenviertel. Oh, ungünstig. Ja, dann sehen wir gleich, ob die Autos noch da stehen. Hey, wir fahren dran vorbei, das passt schon. Also aktuell schaut es aus, wie wenn es genau die Radiostation wäre. Mal wieder. Ja, könnte sein. Nein, ich sag wieder oben. Ich sag oben beim See. Könnte sich hochziehen, ne? Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Was ich auch sehe.
Ich bin immer so gewillt, gerade zum Airdrop zu gehen, um einen Skin zu kriegen, aber den gibt's ja hier gar nicht, den gibt's nur in Green Dawn. Mal hier warten, oder? In den Bäumen. Hier ist direkt das Haus. Links. Das ist ein bisschen problematisch. Ach, das ist die Stelle, wo wir letztes Mal gewonnen haben. Mhm. Ja, ja. Hat sich's genau hier zusammengezogen. So, warten wir mal hier. Tankt mal einer von euch. Am besten beide, die noch Sprit haben. Refueled. Was? Wie? Wo? Rechtsklick auf den Sprit. Refuel. Jo. War gerade AFK. Brain AFK. So, ja, ist getankt. Ja, das ist ja immer noch. Ja, voll getankt. War ich gar nicht. War ich gar nicht. Ich hab 11 First Aid Kits einfach. Du fährst übrigens 60 Meilen pro Stunde, gell, gerade. Echt? Wo steht das? Auf dem Tacho. Cool. Ja, ich bin schnell unterwegs hier, also. Ja. Ihr solltet euch auf jeden Fall anschnallen, auch ihr seid alle nicht angeschnallt. Ja, schlimm, gell? Ja. Irgendwo kommt ein Airdrop, ich höre den schon. Aber keine Ahnung, wo der kommt. Ich glaube auch, dass sich das nach oben hinzieht. Das ist ziemlich kacke, weil wir dann über den Berg müssen. Da hinten war gerade ein Pfeil. Ja, kann ja sein, dass Richtung unser Kollege irgendwo rumläuft. Richtung Westen? Kommt er. Da kommt Torki. Der läuft Richtung Haus. Seht ihr den Pfeil auch? Im Westen? Den gerade ehrlich gesagt nicht, aber... Jetzt jetzt ist er gleich im Süden hinten. Ach da, ja, jetzt habe ich ihn auch einmal gesehen. Der verfolgt uns! Ja. Kommt wahrscheinlich mit dem Auto jetzt ums Eck. Und schießt uns ab, weil er denkt, wir wären fein. Ja, der läuft da, glaube ich, ganz entspannt. Was machst du jetzt bei? Ich guck mal schauen. Steig ein, Bayer. Ist nur unnötig. Was denn? Ich beweg mich doch nur. Gibt kein Dings-Screen mehr. White-Screen oder ist das so? Echt? Aus dem Bug weg? Ich glaub, ja, schon lange. Oh, ich hatte den ebenfalls lange nicht mehr. Das war immer mies. Wo der da ist er, ich seh ihn. Wo siehst du ihn? Sollen wir schnell wegfahren? Was hat denn der? Läuft der, oder? Kann man eh mitnehmen. Ja, ja wirklich nicht. Bis jetzt hat er überlebt. Ja. Das musst du gleich mal bringen, wenn kurz bevor er beim Auto ist, einfach ein Stück vorfahren. Wenn er vor dem Auto ist, rausspringen, ihn erschießen und looten. Jetzt schießt er ins ab wahrscheinlich. Ups. Was war das? Das war blutet einer von euch? Weil man hat Nein. Was macht der da? Kann man sagen, er kann reinkommen? Ja. Alter, der hat keine Hose an, der bleibt draußen. You can come in. Will er gar nicht. Der hat jetzt Schiss, weil Eifir geschossen hat. Im Auto. Okay, dann will er heute nicht. You can come in our car. Oh, you didn't see it. Auf geht's. Neue Safe. Gib Gas. Warum auf geht's? Wir sind doch E8. Wir sind doch safe. Ja, passt immer noch. Was wollt ihr? Auf geht's, weißt du? Boah, so stressig. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Er rennt hier außen rundherum. Wer lädt nach? Irgendwer lädt hier nach. Maifi wahrscheinlich. Ja, weil er geschossen hat. Das war irgendwer hinterm Baum. Naja, irgendwer ist das hier hinten. Hinten drin bei uns war das. Das war so laut. Tschüss, Bayer. Mach's gut. Jetzt holen die Bomben so Bayer genau weg und uns nicht. Zwei andere. Nice. Würde mich ja abfacken, ne? Wäre ich zum Airdrop extra gelaufen und würde dann geholt werden. Die haben beim fürs Looten wieder zu lange gebraucht. Konnten sich nicht entscheiden, wer wieder die Sniper-Rifle nimmt. Okay. Doch schwere Entscheidung immer, ne? Ja. Ich weiß nicht, was der labert, aber Junge, kauf dir mal ein ordentliches Mikro. Bitte. Der DX Hard ist tot. Eieiei. 29 noch. Jetzt kommt da wieder der Talk hier. 28, 27. Ja, oh, da geht's jetzt aber ab, ey. Sind die alle beim Airdrop oder was? Andere Seite des Berges oder so. Also ich höre jedenfalls keinen Schuss.
Ne? Ich ja, man hört auf jeden Fall die Flugzeuge, hört mal. Jetzt ist er wieder da. Ah, da hat wieder das Flugzeug wieder eingeholt. Nee, sag doch, die sind bestimmt alle beim Airdrop. Also er hat eine Schrotflinte. Und er lädt die nach gerade. Soll ich jetzt mal Gas geben? Aber er hat den komischen Skin, den bunten Skin für einen Rucksack. Ja, und Hose und... Ja. Dann überfahren wir ihn, oder? Dann bekommen wir bestimmt den Skin. Nee, mit Sicherheit nicht. Ja, kriegst du schon temporär für das Match. Ja, ja. Das wäre doch mal eine nice Idee. Wird der Skin dann immer so wandern zu dem, der besser ist? Das wäre geil, ja. So, Gas kommt jetzt dann. Dann würde ich nie den guten Skin einsetzen, immer die billigen, so Battle Royale T-Shirt oder so. Genau. Weil ich bin hinter euch und schaue am Berg runter, weil das, glaube ich, hat von euch keiner so wirklich im Blick. Doch, ich so ein bisschen, aber nicht komplett. Ja, eben. Ich habe den Rundumblick hier. Da oben kommt zum Beispiel einer hinter Josko. Ja, da, ja, Vorsicht, Vorsicht. Er läuft vorbei, er hat uns nicht gesehen. Wo? Da drüben, ja. Doch, er sieht uns. Nein, er sieht uns nicht. Ich fahr trotzdem weg. Oh Mann, warum fährst du weg, ey? Ich hab ihn schon 5-mal angezeckt. Ah ne, ich hab ihn getötet. Du hast ihn, ja. Ja, sicher. Wo bist du denn? War ja stark ein hier. Hinter dir. War doch der Plan, dass du ihn dann tötest, wenn ich da lang fahre. Ja. Er hat uns aber sowieso nicht gesehen, also. Du hat mich 6 Schuss von der AK gekostet. Zumindest hat er uns gut übersehen, sagen wir es so. Ich weiß nicht, vielleicht dachte er, wir sind zu 5. Oder 4. Gehen wir da mal lieber nicht hin. So nach dem Motto, weiß ich nicht. Ach, neue Safe Zone ist da. Es ist ja unten bei uns, die Safe Zone. Ja, jetzt kommen sie alle gleich wieder den Berg runter. Ja. Wo wollen wir hin? Irgendwie unten hin? Irgendwie möglichst weit rüber zu D, weil an der Radiostation ist, glaube ich, nicht der Aufgang. Ja. Oder wir könnten E8, D9. Oder D9. D8, D9. D9, die Ecke da, das wäre nice. Ja. Also es gibt kaum einen... Die, glaube ich, ist komplett im Freien fresh. Ist die, glaube ich, ist komplett da drüben im Freien. Ja, müssen wir uns da wieder hinter Steinen verstecken. Macht denn ja nichts. Schauen wir mal. Wir schauen erstmal. Wir fahren. Aber es gibt kaum eine Runde, wo ich keinen töte irgendwie. Aber es ist gut, wenn wir unten sind, weil ich glaube, dass ich hier dann irgendwann einmal das... Ja. Am Freien. Ja, hier sind wir D. Sind wir schon D9? Nee, nein, jetzt musst du runter. Und da unten ist Gas, aber nicht südwestlich, sondern südlich, weil sonst bist du zu weit drüben. Ja, du bist gleich im Gas drin. Ja, da ist das Gas schon unten. Ja, lass mich doch mal machen hier. Du bist zu weit westlich. Oh, Schüsse? Sniper wohl mehr. Ja. Wie kommt man aber nicht mehr wirklich? Hier ist D9. Ja, passt schon, hier passt. Hier ist E9, D9. Raus und hinter den Stein, oder was? Am besten nicht alle hinter denselben Stein. Oh, das ist super. Gas. Fuck. Ich gehe auf den oberen dort. Da hinten fährt ein Auto. Wo ist hinten? Also bei mir. Nordöstlich. Ja. Hält an. Fährt weiter. Nee, fährt weiter. Muss ich mal ganz kurz verbinden. Ich hab mit Depp durchs Gas gelatscht. Ah, du Depp. Ja. Und das Auto brennt schon. Das kommt auf euch zu, das Auto. Das kommt hier rüber. Ich seh's. Ist ausgestiegen. Boah! Was war denn das? Der hat das Auto hochgejagt. Ja, aber mit 2 Schuss, oder wie? Ja, der hat gut getroffen, scheinbar. Ich hab sie! Ne, er hat sich selber. Nice, Alfie hat beide tot. Nice. Naja, okay, dann war's das bei mir. Also dann, ciao. Schaut bei den anderen vorbei, wenn ihr seht, wie es weitergeht. Ciao! Ja. Oh, ja, ja. Wie kann Alex der mit 2 Schuss die Karre hochjagen? Ja, das hat mich auch gewundert, aber egal. Ich habe ihn reported, weil bei mir steht, ISIS irgendwas killed you with a ISIS head. Ja. Du lootest den anderen, der hat explosive tipped arrow, was ist das? Was? Das sind ja die Pfeile, die explosiven, oder? Seit wann gibt's denn die? Das sollte man reporten, oder? Bei mir steht gar nichts da. Pfeile. Der hat explosive Pfeile. Ja, dann reportet ihr noch gleich. Ja, hab ich eh. Weil bei mir steht gar nichts da. Ich wurde getötet mit A. Punkt.
fertig. Ja, ist normal, weil der das Auto ja explodiert hat. Du bist ja quasi gar nicht gestorben durch ihn direkt, sondern ja, trotzdem durch die Auto-Explosion. Fresh, ich hab einen Haufen, ich hab zwei Kids drin, wenn es ist. Zwei. Ja, bleib falls du noch leben. Der Airdrop kommt dir gefährlich nah, so zur Info. Die rechte ist meine. Ja, der andere hatte 6 First Aid Kits. Ja, ich hab noch 2 gehabt und Shotgun Moon und eine AR Moon. Wenn's ist. Ja, ich guck mal, was ich hier alles wegschmeiß, ne? Kann gar nicht mehr alles nehmen, so viel habe ich schon. Was, der hat uns mit einem Sprengpfeil getötet? Ja, ja. Scheiße, dann nehme ich die Dinger zukünftig an. Ja, wenn es die gibt, die Sprengpfeile irgendwo. Ich habe die noch nirgendwo gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen, aber ansonsten ist es gut, weil wir ein Video auch noch haben. Ja. Aber der hatte Sprengpfeile, also ich habe gesehen, dass der welche hatte. Im Loot-Sack, weißt du? Das Gute ist, ich habe die alle von hinten. Ich weiß nicht, hab ich die alle geholt oder einen habe ich auf jeden Fall geholt? Einer, die haben sich gegenseitig geholt und dann hast du also, den anderen geholt. Ja, wir können hier bleiben, wir können hier bleiben. Wir können hier bleiben. Warte, dann komme ich aber zu euch runter. Ja, ich sitze hier oben auf dem Berg hinter einem Doppelstein. Ja. Warum bleibst du stehen da? Läufst doch wieder zurück. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, du musst dich entscheiden. Nicht da stehen bleiben auf jeden Fall. Die Lootsäcke sind noch da, ich hol mir einen noch. Nimm den explosiven Pfeil vielleicht raus. Nee, das nehme ich nicht. Warum? Weil ich nicht gebannt werden will. Aber warum? Die gibt's doch im Spiel scheinbar jetzt. Ja, anscheinend nicht. Vielleicht sind die auch eingescheatet. Also ich glaube schon, dass es die gibt. Ich weiß, dass es im normalen Spiel gibt es Sprengpfeile. Ja, aber ich wusste nicht, dass... Ja, da gibt's im normalen Spiel. Aber nicht im Battle Royale. Das kann man nämlich machen. Man kann sich... ist da irgendwas geflogen? Nee, das war ein Vieh irgendwie. Man kann sich am Anfang, ganz am Anfang, wenn 100 Leute sind oder so, kann man sich einen Airdrop bestellen. Und wenn der kommt, der droppt auch normale Sachen. Also du kriegst dann auch eine Meldung, der spawnt auch relativ bei dir in der Nähe und du kriegst dann auch die normalen Sachen aus dem Airdrop. Genau. Und da sind auch Zombies dann und so. Das habe ich nämlich einmal aus Versehen gemacht und da habe ich das gesehen. Ungünstig! Ungünstig! Shit! Ich bin zum Stein, wo Eifel vorher war. Ich auch. Ja, die sind voll vor mir runtergekommen, die Dinger. Bleib hier einfach liegen. Ja, du bist auch in unsere Richtung gelaufen. Bleib hier einfach liegen. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. 14 noch, auf jeden Fall. Oh, ich setze mich hier erstmal gekonnt hin. Wie war nochmal die Taste fürs Hinlegen? Z. Ich habe mich da erstmal hingesetzt, ey. Boah, das war so richtig knapp gerade. Mit dem Airdrop, ja, wären wir da stehen geblieben, wären wir tot. 13, ne? Ja. Ich glaub, die und Alex rennt genau in unsere schlecht. Richtung, weißt du? Und der steht fast bei dem Stein, wo wir vorher standen. Da kommt der Nächste. Pass auf euch auf. Ja, die sind da hinten runtergegangen. 11 noch. Naja, wir können das gewinnen. Können wir, ja. Könnten wir, ja. Ich muss den letzten Kill machen, weil dann hat jeder von uns 3 einen Kill. Nur Bayerwald nicht. Jetzt ist die Frage, bin ich safe hier? E9. Das ist verdammt knapp, ehrlich gesagt. Aber wenn nicht, laufe ich halt ein Stück. Alex kommt da angerobbt. Ja, es ist ja schön und gut mit hinlegen, aber auf große Entfernung sieht man dich am Hang liegen. Ja, ja. Weil sieht man schlechter, als würdest du... Nee, das sieht man. Ja, aber ich glaube, man sieht es schlechter, als würdest du stehen oder so. Das ist diese... Oh, ich bin im Gas. Ja, schön. Wir sind nur übrig. Solltest du ein Stück vorkommen. 11, ne? Ey, die sitzen doch alle hinterm Hügel wieder, echt. Ja, klar, weil ich weiß nicht, ob ich im Auto verreckt. Ich bin im Gas. Ich auch. Nächster Stein. Nee, der ist auch im Gas. Wir müssen da ein bisschen runter. Richtung Airdrop. Ist ja nicht so, als hättet ihr keine... Darunter ist zu gefährlich, glaube ich, oder? Ja, hier. Hier keine kommt First Aid Kits. Das ist das Problem, oder? Muss nicht sein.
Wieder einen dieser Ministeine hier. Ich nehme mal hier so ein paar Bandagen, hab nur 26. Wir müssen aber drauf. Wir müssen zum Airdrop drauf. Ja? Oh ja, fuck. Okay. Gehen wir direkt, oder? Ich glaube, das ist am besten. Haben wir schon verloren, die anderen sitzen alle im Wald drinne. Ja, wahrscheinlich. Das ist das Problem. Warte, ich nehme nur First Aid Kit gerade. Ich hab mir gerade ein paar Bandagen reingepfiffen. Wir können da so von rechts reinlaufen quasi. Also von Osten. Nimm mal die Senke mit. Ja, mach ich gerade. Hier liegt noch eine Shotgun mit Mun. Ich nehme mal die Mun mit. Man kann gar nicht alles tragen. Und gleich der Scharfschütze peng und fresh liegt. Genau. Fresh tot. Hätte passieren können, aber egal. Ich bin auf jetzt ganz Spiel, gemütlich am Gas entlang. Ja, weiß ich nicht. Airdrop ist auf jeden Fall hier. Ich weiß nicht, ob der schon gelootet wurde. Ich glaube aber einfach. Hoffentlich kommt jetzt kein Bomber auch genau in der Sekunde, wo ich hier am Airdrop langlaufe, die Schneise. Aber Fersch, du weißt, da gibt's kein Skin, ne? Ja, ich weiß. Nur die Maske gibt's, glaube ich, heute noch. Ah, scheiße, da drüben ist ein Haus und da steht ein Polizeiauto vor. Oh. Polizeiauto. Da wird geschossen. Auf mich. Auf mich. Aber die treffen nicht. Weil die sind kacke. Ich bin tot. Hab einen getötet. Der hatte keine Arcade-Pisse. Oh, fuck. Oh, aus dem Fenster schießen sie. Nein, ich bin tot. Ich hab ihn noch angefragt. Oh, Mann. Ja, schaut auch bei den anderen vorbei. Bis dahin, haut er rein. Ciao. War das der im Fenster stand oder was? Nee, das war irgendwo draußen. Ja, schön. Du musst auch sagen, von wo. Ja, ich war doch gar nicht mehr bei euch. Ich bin quasi im Norden lang gegangen und dann Richtung Ich bin Westen hinter Alex. Und da ist er. Also wisst ihr, im Haus sind welche? Und einer ist mindestens draußen. Einen konnte ich noch mitnehmen, aber dann kam der out of nowhere quasi. Wo bist denn du jetzt, I4? Ich bin hinter dir. Hinter mir? Nee. Ich bin hinter dir, ja. Hier. Ach, da. Hier, bumm, weg. I4 tot. Wie ich den einen gut hinterlaufen habe und dann geholt habe, aber dann wollte ich zu viel, dann wollte ich seinen Dude. Ja. Na, Kacke. Liegen lassen, die Zeit. Ich will nur 10 Leben liegen lassen, Flink. Nice. Das ist sicher. Oh Gott, ich hoffe, dass das Gas nicht kommt hier jetzt. Oh ja, ich bin im Gas. Ja, laufen wir. Wo bist denn du jetzt hingelaufen? Ich bin schon in Richtung, ich bin fast beim Haus. Ach so, ich bin jetzt ein Stück weiter weggelaufen. Ja, da könntest du jetzt die Handgranaten brauchen, die zwei, die ich gehabt habe. Ich habe noch welche. Ja, durchs Fenster reinschmeißen. Aber wenn die im Haus sind. Ja, es sind aber. Was ist da gerade explodiert? Das waren meine Granaten. Mollys wären besser gewesen. Ja, weil es brennen, gell? Ich hab Mollys. Und am besten Richtung Badezimmer und dann gau. Oh, ich bin im Gas. Und pass auf, draußen war wie gesagt auch noch einer, ne? Also den muss ich getroffen haben. Draußen ist einer. Hinterm Haus. Ist, glaube ich, jetzt wieder ins Haus rein. Aber wo ist denn die Safe Zone? Ei, bei uns. Soll ich dann das Haus stürmen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich bin jetzt draußen beim großen. Ich bin draußen beim großen Stein. Ah ja. Vorm Haus. Okay. Wie viel sind noch übrig?
7. Also 5. Also 4 an. 5 an. Wenn du Pech hast, sitzt du im Haus ein 5er Team. Dann ist die Frage, ob wir hier safe sind oder bei dir beim Stein. Also du bist quasi nördlich vom Haus, oder? Ja, hinten hinterm Haus ist einer. Okay. Auf der Veranda. Und im Haus ist einer. Dass das Gas jetzt nicht hier kommt. Doch. Einen habe ich. Direkt beim Haus. Ja, einen habe ich schon rausgeholt, da ist aber noch einer. Hinten auf bei der Veranda. Nee, im Haus drinne. Ah, zwei sind hinten. Sind hinten. Einer ist noch immer an der Veranda. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einer ist noch immer hinter dir, der kommt jetzt noch vor. Sehr gut! Ich blute aber. Ah, jawoll! Geiler Scheiß. Bei mir ist gerade einer an der Leiche. Zwei sind an meiner Leiche vorbeigelaufen. Die könnten jetzt Richtung Haus kommen. Okay, ich habe bei mir noch ein paar First Aid Kits, falls du welche brauchst. Zwei Stück sind an meiner Leiche. Ich laufe hinter den Stein jetzt. Okay, okay. Das heißt, die kommen das Richtung Haus. Fall. Wie viele sind noch insgesamt? Weil das Haus ist im Gas drinne jetzt. Wenn es nur noch drei sind, dann ist es ein Zweier-Team, Alex. Ja, dazu müsste ich jetzt aber auch wissen, wo deine Leiche ist. Richtung Westen war die. Ja, gab's da einen markanten Ort oder so? Nee, ich bin vom Haus Richtung Westen gelaufen. Wie? Ich hab gewonnen! Was? Die sind tot im Gas oder was? Ja! Geiler Scheiß! Nice. Doch! Ich hab gewonnen! Ja, also, der Match wieder. Warst du tot, Eif? Ich war tot, ja. Ey, ich bin der letzte Überlebende! Wie geil! Respekt. Geiler Scheiß! Ich hab auch zwar noch keine Meldung hier. Er kommt, wenn er tot ist, bekommen wir dann die Belohnung. Oh, ist das geil! Geiler ja! Also, so wieder ein Event-Ticket mehr, nice. Der Stein war super. Der ist ein Hammer gewesen. Du hast alles gesehen. Konntest gut koordinieren. Den einen, den habe ich im Haus erwischt und die anderen, die habe ich mit der AK einfach weggemacht. Generell eine saugeile Runde. Ja. Ziemlich lange alle gelebt, gell? Mhm. Ja. Wir haben einige weggeholt. Am Anfang die mit dem Pfeilen, jetzt dann die da. Ey, mal gucken, wie viele Leute habe ich jetzt insgesamt getötet? Ich habe nur einen Kill. Ein Auto zerstört und vier Leute getötet. Scheiße. Okay. Super. Winner, Winner, Chicken Dinners. Genau. Mystery Bag, Airdrop Ticket und Event Ticket. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.